Chilis kalt räuchern, wie das geht, das verrate ich dir jetzt. Dafür habe ich jede Menge Chilis aus dem Garten. Chili, Peperoni, Paprika, funktioniert mit allen gleich. Ich habe da alles genommen, was der Garten so zu bieten hatte. Als erstes wird der Strunk entfernt und die Häutchen mit den Kernen habe ich auch entfernt. Mein Tipp, zieh Handschuhe an. Ich habe es bitter bereut, denn das Capsaicin zieht in die Haut ein und alles, was du anfasst, könnte brennen. Also nicht in die Augen fassen. So. Das Ganze wird jetzt ein bisschen dauern, die werden jetzt alle entkernt. Du kannst aber auch das Kerngehäuse aufheben, trocknen und dir daraus deine neue Chili-Pflanzen fürs nächste Jahr ziehen. Das funktioniert auch, habe ich auch schon gemacht. So, wenn die alle geschält sind, hier siehst du, ich habe eine Habanero, ich würde raten, zieh Handschuhe an. So, und die gebe ich auch mit dazu und eine normale Paprika auch. Damit kannst du dann die Schärfe noch ein bisschen regulieren. Jetzt kommt meine Räucherschnecke zum Einsatz. Die Räucherschnecke wird mit Holzmehl befüllt. Das ist ein spezielles Räuchermehl. Ich habe Buchenholz, es gibt auch Kirsch und so weiter. Da kannst du dich austoben. Die Räucherschnecke glatt drücken. So, und dann kommt unten rein ein Teelicht normal. Ich habe aber etwas Spit rein, sprich einen Anzünder, einen Grillanzünder, und dann die Flamme geht nach oben und steckt so das Räuchermehl mit an. So, als erstes kommt dann ein Grill rein, dann kommt die erste Schicht mit den Paprikas rein, da ich sparsam bin, gleich noch ein Grill und obendrauf die zweite Lage. Jetzt kommt der Deckel vom Kugelgrill drauf, das kannst du auch in einem Karton oder so machen, es muss einfach dicht sein, dass es räuchern kann. Und das Ganze so 3-4 Stunden räuchern lassen. Ich habe übrigens noch nachträglich ein Salz mit reingemacht. Ich wollte auch mal Salz räuchern und das funktioniert wirklich. So, aber mehr Tricks darum verrate ich dir dann später in meinem Beitrag, den ich dir gerne mit verlinke. Jetzt kommt alles raus. Du kannst auch zweimal räuchern, wenn der Geruch noch nicht stark genug ist. So sieht das aus, aber sie sind noch biegbar. Jetzt werden sie noch getrocknet, damit die Restfeuchtigkeit rausgeht. Also auf dem Backblech verteilen, bei Umluft zu 70-80 Grad, einen Kochlöffel mit in die Tür stecken, dass die feuchte Luft abziehen kann, und danach alles in einen Foodprozessor fein mahlen. Und das ist das Ergebnis. Sieht das nicht toll aus? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schau dir gleich das nächste Video an, das dir von mir angezeigt wird. Deine Silke von Rezepte Silkes Welt. Übrigens ist auch ein tolles Geschenk für Weihnachten und Co.